Herzlich willkommen zu einem etwas neueren Projekt von Rainbow Six Siege. Wir werden, ich sag mal so, ich habe eher mal ein paar Folgen, mit reingeschnippelt in der letzten Zeit, die ich quasi, hier nach der Aufzeichnung, wo ich hier gerade rede, gespielt habe. Und ich muss mal so sagen, bezüglich dem neuen Projekt werdet ihr, glaube ich, relativ schnell merken, was denn genau neu ist. Und ja, ich will eigentlich nicht so viel quatschen, aber eines will ich gerne noch erwähnen. Und zwar, wenn euch sowas Neues auch mal gefällt, nebenbei mal, dann lasst es mich auf jeden Fall wissen mit einem Daumen nach oben. Kommentieren und abonnieren nicht vergessen. Die Standardsachen eben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns direkt in dem Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Huiuiui, ich bin so fucking gehypt, Alter. Leute. Ich bin echt gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Wir spielen jetzt einmal auf Kaffee Dostrojewski. Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. I'm not a Russian boy. Uiuiuiui. Die Map ist ja auch übrigens überarbeitet worden. Aber ich denke, für die Leute, die sich eh mit Rainbow auskennen, wissen das auch schon. Sorry, dass ich es nochmal erwähne. Ihr habt das bestimmt schon tausendmal gehört. Tut mir leid. Aber jetzt auch für die Leute, die es noch nicht wussten. Die Map wurde auch nochmal überarbeitet. So. Und es ist einiges anders anscheinend. Man sieht auch schon vom Design her, ich kannte das alles noch nicht. Warum ist das so alle... Alles klar, Gesundheit. Aus. Kann man denn eigentlich hier schon die neuen... Drohne hat eine Bombe lokalisiert. What the fuck? Leute? Dürfte ich hier schon stehen? 10 Sekunden bis... Leute? Hä? Wir sind nur noch in der Preparing-Phase. Also wir sind nur noch am Drohnen. Oh lol. Hey, was war denn das jetzt gerade? Da ich einige hochintelligente Spots kannte, brachte ich daraufhin dort die Abwehrsysteme an. Kaid erschien das nicht zu gefallen, wie man wenig später unschwer erkennen konnte. Nachdem ich fast alle Abwehrsysteme angebracht hatte, hieß es für mich, nun die Karte neu zu entdecken. Daraufhin fiel mir auf, Moment, hier fehlt ein Tisch, wo ich mich früher immer versteckt hatte. Und wie man sieht, ich kam nicht drauf klar, aber wenig später habe ich mich davon abgefunden und bin einfach gegangen. Nachdem ich mich von dem Tisch abgefunden hatte, fiel mir auf, dass ich noch ein Abwehrgerät besitze, welches ich professionell mitten in den Raum positionierte, welcher wenig später attackiert wurde. Mir fiel ebenso auf, dass ich plötzlich alleine auf beiden Spots steffen musste, weswegen ich mich auch relativ schnell entschied, hier zu bleiben. Nachdem meine Fuchsohren einen Gegner gespottet hatten, kam bereits auch das bekannte Rainbow-Click zurück und zeigte mir eben den Grund, weswegen ich R6 ja so liebe. Nachdem ich die Wiederholung anschaute, empfand ich das Gefühl, jemanden liebend gerne zu umarmen. Nachdem ich mich heldenmäßig geopfert hatte für das Team, machten meine Teammates genau das, was sie tun sollten und hatten die Runde dementsprechend geholt. Genau das, was sie eben auch tun sollten. Ansonsten, glaube ich, wäre die Hälfte auch wieder am Flame gewesen und wäre einfach gelieft. So wie man es kennt bei Casual. Nachdem ich die letzte Runde bereits verdrängt hatte, begaben wir uns nun auch schon in die nächste Runde, wo auch bereits schon andere Probleme warteten. So wie fast jeder Profi-ESL-Rainbow-Spieler musste ich auch nach den Runden ein paar Änderungen mit reinbringen, sodass ich eventuell auch diese Qualitäten widerspiegeln könnte. Also machte ich mich an die Einstellungen und fand die richtige Einstellung für das Profi-ESL-Game, was uns noch bevorstand. Nun musste ich es irgendwie schaffen, mich darauf zu gewöhnen, auf die 5x4 Einstellungen, was am Anfang eigentlich ziemlich gut geklappt hatte, aber kleiner Spoiler, letzten Endes kam es dann doch ganz anders, als ich gedacht hatte. Und dementsprechend war das auch ein großer Grund, weswegen ich dann ganz einfach sagte, nein, ich wechsle wieder. Hier sieht man nochmal gut Nock in Aktion, dementsprechend hoch die Erwartung, dementsprechend auch hoch die Enttäuschung, aber besser macht es unser anderer Kollege, den man hier gerade zusehen kann, der es richtig mal direkt einen auf die Fresse kassiert und dementsprechend auch daran leider die Runde verliert. Runde 4, Matchball, dementsprechend alles oder nichts, wir hauen uns nochmal richtig rein, dementsprechend habe ich auch den richtigen Operator genommen, weil ich fand, er passt gut zum Team und wollte einfach dem Team auch nochmal zur Seite stehen.
Deswegen habe ich auch den Operator ausgewählt, den ich selber für richtig empfand. Nun, wie auch schon davor gesagt, alles oder nichts mit den Operatoren Lassie, Smoke, Mute, Warden und Tachanka begaben wir uns nun in den Matchball. Und ja, schaut selbst, wie es geworden ist. Nach einigen Problemen beim Aufstellen vom Geschütz hatte ich endlich die richtige Position gefunden, um die Leute auch direkt von dem Spot hier abzusnipen, was so lala lief. Seht einfach selbst. Nach einigen unerwünschten Lags, während das nicht geschossen hatte, dachte ich mir, okay, versuche ich einfach irgendwo anders und begab mich dementsprechend auch zu dem anderen Spot. Das einzige Problem war nur, wir hatten die Gegner vergessen und sind dementsprechend in eine Falle getappt. Ich war letzten Endes dann auch schon der letzte Operator und wurde dementsprechend auch begrüßt von unseren lieben Gegnern oben. In einer neuen Runde angekommen, machte ich das, was ich am besten kann, und zwar Sachen verstärken. Mir fiel dabei ein alter Spot ein, und zwar ein Golden Spot meinerseits, weil ich fand, der war einfach Deluxe und ja, dann war auf einmal nicht mehr da und ich dachte mir, okay, cool, er wurde also entfernt. Also machte ich das, was ich ebenso gut kann, und zwar laufen und dabei Leute abmoxen. Aber manche Gegner weigerten sich, dementsprechend musste ich andere Geschütze aufziehen. Nicht nur, dass mir der Kill geklaut wurde, was in R6 mittlerweile Alltag ist, bin ich auch dementsprechend mit einer Claymore gelaufen, was echt toll war. Kommt es nur mir so vor oder spielen manche Leute echt wie als ob sie auf Speed oder so wären? Also schaut euch das hier einfach mal kurz an, wie ihr richtig schnell mit der Maus hier und da hin sich bewegt. Also die Maus-Sense ist bei diesen Typen hier auf jeden Fall auf plus 1000. I don't know. Also das ist wirklich krass bei manchen Leuten. Hier nochmal. Ja, ihr seht vielleicht, was ich meine. Der Doc verhielt sich eigentlich ziemlich gut, bis aufs Ende, da hatte er irgendwie eine Links- und Rechtsschwäche. Dementsprechend enttäuschend ging mir auch dann schon in die nächste Runde. Jeder, der damals meine Klatsch-Specials gesehen hatte, meinen Special-Videos von Rainbow, weiß genau, wie gut ich mit Klatsch spielen kann. Hier, bitteschön. Nach ein paar kleinen Wutausbrüchen begab ich mich schon aus dem Match heraus und suchte nach einem neuen Match. Und tatsächlich kam relativ schnell ein neues Match, und zwar auf der Map Kanal. Da ich die Map schon sehr, sehr gut kannte, wusste ich genau, welchen Operator wir hier auf diesem Map bräuchten, und zwar Smoke. Dementsprechend begab ich mich auf einen Spot, wo ich genau wusste, dass da auch Leute vorbeikommen. Also machte ich das, was ich sehr, sehr gut konnte, und zwar Leute dafür bestrafen. Nachdem der letzte Gegner sich noch dachte am Ende, okay, komm, scheiß ich drauf, geh ich einfach, hatten wir die Runde natürlich gewonnen und es ging auch dann direkt schon turbulent weiter. Für Leute, die sich fragen, kann Lutz überhaupt leise auch mal in ein Haus reingehen? Hier eine kurze und knappe Antwort. Ja, kann ich. Letzten Endes hielt der Gag nicht lange und ich starb auch schon an den Folgen daran. Mein Teammate dementsprechend war relativ schnell unterwegs und hat wegen der Langsamkeit auch schon die Runde verloren. In der nächsten Runde bereits angekommen, wollte ich es endlich mal den Gegnern zeigen und brachte nun endlich echt mal eine gute Taktik. Und zwar, ich kam mit Mira. Und da wir oben verteidigten, dachte ich, Mira wäre eine sehr, sehr gute Option. Dementsprechend war es auch sehr, sehr gut. Doch was meine Teammates sich dabei dachten, wie jetzt hier zum Beispiel, wusste ich selber nicht genau. Als ich bereits Gegner vor meinem Fenster gespottet hatte, wartete ich wie eine Schlange vor meinem Fenster auf die kleine Maus, die sich nach und nach ranpirschte. Doch als sie in meinem Blickfeld war, machte ich das, was ich am besten kann, und zwar sie hinrichten. Putz! Wenig später traf ich bereits auf den AFK-Le Termite. Und danach musste ich kurz nochmal mein Skill ein bisschen hochfahren und tötete souverän den letzten Gegner auch noch. Letzten Endes war es dann auch schon ein 4K mit Mira. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, warum schieße ich auf das Schild von Clash? Aus dem einfachen Grund, und zwar den seht ihr genau jetzt. Denn es gibt auch immer eine Option, oder beziehungsweise zwei, wie man Clash spielen kann. Entweder spielt man Clash dreckig, oder man spielt sie dreckig. Und in dem Falle wurde sie dreckig gespielt. Und das sieht man jetzt hier auch nochmal. Wie man hier unschwer erkennen kann, sind wir hier gerade im Vorteil mit 4:3. Aber was man auch immer kennt aus Casual, und zwar die Leute warten nicht, auch wenn sie die Bombe verteidigen könnten, den Diffuser besser gesagt. Sie warten nicht, sondern sie wollen lieber rushen. Das ist typisch Casual, aber seht einfach selbst. Zu dieser Abschlussszene könnt ihr in den Kommentaren nochmal eure eigene Meinung dazu abgeben. Wie würdet ihr selber diese Szene am Ende selber beschreiben?
Schreibt es mir bitte in die Kommentare, dann vielleicht ist es in der nächsten Folge auch mit eingebunden. Von daher, das war, ich würde mal sagen, ein etwas anderes Projekt. Wenn ihr mehr von solchen Projekten Bock habt, dann lasst es mich auf jeden Fall wissen mit einem Daumen nach oben, kommentieren und abonnieren. Bloß nicht vergessen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch schon in der nächsten Folge irgendwann mal wieder von Rainbow Six Siege. Macht's gut, bis dann. Ciao, Leute. Und zu guter Letzt Pack Opening. Yeah. Oh. Ja, wow, was ist das denn für eine Scheiße? Als ob ein verdammtes Duplikat. Are you fucking kidding me right now?